Es ist Donnerstag, 22. April. Ich begrüße euch mit einem Wort aus Lukas 6. Es ist der 47. und 48. Vers. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen. Ich kann euch eins sagen, auf die Stürme muss man nicht allzu lange warten in keinem Menschenleben. Jesus hat sie in Aussicht gestellt, sie werden mit Sicherheit auch uns wieder neu einholen, erreichen, vielleicht sogar auch überschwemmen. Aber das soll uns nichts machen. Er hat extra für das ein Bild entworfen, ein Gleichnis uns gegeben. Das zeigt im Grunde der Dinge, aus welcher Fachrichtung Jesus selber hergekommen ist. Auf Griechisch heisst das Wort Tekton. Das heisst, er war nicht ein Zimmermann, sondern er war ein Kundenmaurer. Das waren die armen Handwerker aus Galiläa. Die haben etwas ausgemacht. Auch etwas mit Holz, aber Holz hat man nicht vermögen. Also hat man immer mit Stein gearbeitet, weil Stein jetzt der genug hatte. Und wenn einer etwas verstanden hat von seinem Handwerk oder eben auch genügend Leute können beiziehen konnte, die ihm geholfen haben, dann hat er gesagt, also wir bauen lieber da auf Grund. Weil das andere hat man auch immer wieder gesehen. Hier und da hat halt eine Wasserflut um alles Haus wieder weggerissen, wie es bei uns vielleicht mit den Lawinen der Fall ist. Und dann hat man genau gewusst, aha, das ist einer, der hat seinem Haus kein gutes Fundament gegeben. Ihr seht das Atelier von unserer Kirchgemeintöpferin Renate von Pobel. Nicht jede Kirchgemeinde hat selber auch noch eine Töpferin, die nachher für Gemeindewochenende oder für einen Unterricht mit den Jugendlichen hilft, das Zeug herzustellen. Sie macht es aber, und sie macht es sehr gut, weil sie ist eine ausgelehrte Töpferin und hat aber auch Zeit, für ihre Kräfte ein für die Kirchgemeinde einzusetzen. Und so sind wir mal in ein Gemeindewochenende gegangen und haben gesagt, wir wollen uns auf das Wort mit dem Wort ein bisschen kreativ auseinandersetzen. Was heisst es eben, auf Gott hören, zu Jesus kommen, nachher hören und nachher auch tun, was er sagt. Und da haben wir gefunden, ja, das kann man eigentlich auch mit Ton darstellen. Und eins der schönsten Bilder ist das Bild vom Haus auf dem Fels. Und das Haus nebenzu ist jetzt nicht erwähnt im heutigen Text, aber wir wissen, das war ja der auch noch gewesen. Das ist das, was zerfallen ist. Das ist das, was auf Sand gebaut war. Die Fluten haben es ungespült. Nachher ist es zusammengefallen und ist fortgeschwemmt worden. Wir haben uns an die Arbeit gemacht in diesem Gemeindewochenende vor ungefähr 2 oder 3 Jahren. Und ihr seht hier ein ganz peppiges Haus. Es ist auf Felsen gebaut. Ihr seht hier die Felsformation. Unsere Gemeindeglieder haben das sehr eindrücklich geformt und gestaltet. Das Haus mag bestehen, auch wenn es jetzt anfängt zu regnen. Man sieht hier den Regen, der oben runterkommt aus den dicken Wolken. Und bereits kommt der erste Tsunami und bretscht so richtig an die Hauswand her. Ja, das ist einfach Gischt umschäumt. Aber es macht am Haus nichts. Es ist genug gut verankert. Es mag alles ein paar. Und wenn man nachher ein bisschen in die Ecke anschaut, dann sieht man hier einen traurigen Überreste mit in diesen grossen Wellen innen. Seht ihr, da schwimmt jetzt gerade eine Tür davon, andere Elemente, ein Stegen, das war auch mal ein Haus gewesen. Leider war es halt eben so gebaut gewesen, wie die Leute denken, im Gejoffel vom Leben, ja, das mag sicher ein paar, so schlimm wird es ja nie in meinem Leben. Und doch ist genau das nachher eintreten. Es ist irgendein Schicksalsschlag gekommen und da hat es das Haus halt ungespült und in seine Einzelteile zerlegt. An einem Tag wie heute, wo es kein Wölkchen hat am Himmel, es ist ja auch schön, an so einem Tag mal eine Filmaufnahme zu machen, aber an solchen Tagen denken die Leute nicht immer an die Stürme. Und sie denken manchmal nicht genug weit, auf was dass sie ihre Existenz abstützen wollen, wie dass sie bauen wollen und wie sie vorsorgen für stürmische Zeiten. Sie selber, die Töpferin, hat glücklicherweise über Jahr und Tag in den letzten Jahrzehnten bis zurück zu ihrer späten Jugendzeit gemerkt, ich muss auf ein besseres Fundament bauen als das, was ich daheim mitbekomme. Und tatsächlich ist sie jetzt in den letzten Monaten nochmal durch eine extrem stürmische Zeit durchgegangen, wo man dann gemerkt hat, jetzt muss man wirklich unterscheiden, was sind so Stimmen, die man hört in sich hinein von einem selber oder noch von weiter unten. Und was sind dann schlussendlich die Worte, die Jesus sagt über einem Menschenleben? Der Kampf hat sie einige Monate recht erhodelt und auseinandergenommen. Und jetzt ist sie darüber hinweg und hat wieder mehr Fels unter den Füßen. Das kann uns allen zusammen so passieren. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Wir machen jetzt noch eine kleine, sehr wichtige Zusatzrunde. Heute wird nämlich Lisa 16.
Sie ist eine interessierte Zuhörerin und Zuschauerin von diesen Videoandachten. Und darum hat ihre Mutter gedacht, auf diesem Weg könnte man ihr eben auch noch mal einen Geburtstagsgruß wünschen und nachdoppeln und ihr Gottes Segen wünschen. Und ich muss da noch beifügen, es ist ein sehr gutes Lebensalter, wenn man so 16 ist, für eben zu sagen, und ich baue auch auf diesem felsigen Grund, was immer auch später wird kommen. Jetzt habe ich die Energie, jetzt mache ich das so. Wir wünschen ihr das von Herzen. Happy birthday to you.